aussieht, war schon länger bekannt. Wie er fährt, konnte Eurotransport TV jetzt ganz wörtlich erfahren. Fast wie ein Elektro-Pkw kommt der Nicola Tray unglaublich schnell auf Touren. 80 Kilometer pro Stunde erreichte er in unter 15 Sekunden. Auf der hinteren Elektroachse liegen derzeit immerhin 1100 PS an. Und trotzdem fühlt sich im Cockpit alles sehr geschmeidig an. Schaltvorgänge gibt es nicht und auch so gut wie keinen Lärm. Das lauteste Geräusch kommt vom Wind. Im Fahrerhaus breitet sich eine Art Wohnzimmersesselgefühl aus. Entsprechend euphorisch ist man bei Nicola, gerade wenn es um die Fahrer und Fahrerinnen geht. Denn auch die müssen von diesem Truck überzeugt werden. Ja, die Fahrer, alles, was sie machen müssen, ist einsteigen und losfahren. Der Top-Testfahrer hier auf der Teststrecke in Ulm stieg nach seiner ersten Fahrt aus. Wir können nicht wiedergeben, was er gesagt hat, weil er so aufgeregt war und jede Menge nicht zitierbare Worte gebraucht hat. Es war so großartig, dieser Truck ist so fantastisch, ich liebe diesen Wagen. Und so gut wie jeder, der den LKW gefahren hat, zeigte dieselbe Reaktion. Das Drehmoment, die Straßenlage, es fühlt sich einfach nicht wie in einem Lastwagen an. Also die Geschwindigkeit und dieses Drehmoment, wenn man es abruft, es ist ein unglaubliches Gefühl, diese Maschine zu fahren. Der Nicola Tray ist für den Transport vor allem auf der Kurzstrecke ausgelegt. Seine Reichweite liegt bei rund 560 Kilometern pro Batterieladung. Das ist mehr als bei den Mitbewerbern. Die Akkus sind in 2 Stunden zu 80% geladen. Iveco setzt aber nicht nur auf die Batterietechnik. Wir sind ja als Pioniere im Bereich LNG bekannt und jetzt wird LNG mehr und mehr Bio-LNG. Und wir sehen in der Zukunft des Gasantriebs, Gasverbrennungsmotors, nicht nur die Bio-Chance, sondern es gibt dort auch die Wasserstoffchance. Und damit meine ich nicht den Wasserstoffverbrennungsmotor, sondern eine Beimischung von Wasserstoff von bis zu 20% mit Gas im Verbrennungsmotor. Diese Mischung mit Biomethan sehen wir durchaus auf einem Marktpotenzial von 15-20% des weltweiten, des europaweiten Transportvolumens. Und die 80% werden batterieelektrisch und Brennstoffzellen reichweitenoptimiert ersetzt werden. Also dort ist der Diesel definitiv auf dem Rückzug. Dafür soll auch der Nicola Tray sorgen. Mit der Produktion wird noch 2021 begonnen. 30 Lkw sind anvisiert. Dazu haben Iveco und Nicola ein Joint Venture gegründet und Iveco konnte die Amerikaner überzeugen, das europäische Nicola-Werk in Ulm aufzubauen. Den Standort Ulm zu wählen, war keine schwere Entscheidung. Es war eine sehr rational überlegte Entscheidung für den Standort an dieser Stelle und auch Bewusstsein, dass dieses Hightech-Fahrzeuge sind, bei denen am Ende des Tages eben nicht die Arbeitskostenunterschiede den Unterschied machen, sondern die Technik. Es sind wie immer die Menschen, die den Unterschied machen mit ihren Ideen und ihrer Art zusammenzuarbeiten. Und das fantastische Team hat hier fantastische Fahrzeuge hingestellt. Im neuen Werk sollen schon in 2 Jahren bis zu 3000 Truck vom Band rollen. Aber nicht nur die batterieelektrische, sondern auch eine mit Wasserstoff angetriebene Version. Dieser Prototyp des Nicola Tray FCEV wurde in Ulm erstmals vorgestellt. Dank einer geplanten Reichweite von ca. 800 Kilometern ist er für die Langstrecke vorgesehen. Aber Nicola will nicht nur mit seiner Technik die Transportbranche überzeugen, sondern auch durch die Bereitstellung der notwendigen Energie. Wir haben nicht nur ein großartiges Fahrzeug, wir haben ein System, um es zu betreiben. Ein wasserstoffgetriebenes Fahrzeug zu haben, bringt gar nichts, wenn man keinen Wasserstoff bekommen kann. Deshalb ist ein wesentlicher Faktor unseres Angebots, den Treibstoff und das Fahrzeug gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Es gibt noch nicht viele, die so denken. Auch beim Elektro-Lkw gehen wir so vor. Wir sprechen gleichzeitig über Ladeinfrastrukturlösungen und über das Elektrofahrzeug. Für die Elektroinfrastruktur müssen wir etwas mehr machen als für den Wasserstoff, aber in beiden Fällen bieten wir eine Gesamtlösung an. Mit Nicola als Partner sieht sich Iveco gut gerüstet, das Marktpotenzial alternativer Energien voll nutzen zu können. Wir müssen auf Zero Emission gehen, wir müssen die CO2-Belastung der Umwelt reduzieren. Wir haben jetzt mit Bio-LNG den ersten Schritt gemacht und der nächste Schritt wird mit batterieelektrischen und dann auch mit brennstoffzellenelektrischen LKWs sein müssen. Deswegen geht kein Weg dran vorbei, deswegen das Potenzial kommt aus den Forderungen vom Green Deal der EU.
Wie viel die neuen Nikola Iveco Trucks kosten werden, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber schon, dass sie erstmals nicht in Deutschland fahren werden, denn zunächst gehen die Lkw Made in Ulm in die USA.